Moin moin und herzlich willkommen zurück zu The Forest. Ich habe vor, jetzt mit euch mal auf Waschbärenjagd zu gehen. Dazu brauchen wir auf jeden Fall wahrscheinlich eher den Bogen, aber ich rüste trotzdem mal die Axt aus. Beziehungsweise eher das Katana. Obwohl Katana hat was für Werte, blockieren gar keine. Aber hier Schaden und Blockieren sehr weit hoch. Geschwindigkeit ist nur langsam. Hier Geschwindigkeit aber trotzdem sehr hoch, aber hat kein Blockieren. Ich glaube, das wird eher mehr Sinn machen, den hier zu nehmen. Und damit können wir wenigstens blockieren. So. Dann suchen wir uns mal ein paar Waschbären. Ja, drüben auf dem Festland können wir auch eben schnell was essen gehen. Und hoffen, dass wir nicht von Ureinwohnern überrannt werden. Also gegen ein, zwei gleichzeitig kämpfen, kein Problem. Aber wenn es zu viele sind, wird schon doch ein bisschen schwierig. Obwohl, ich feiere es immer noch, diese eine Folge, wo wir gegen 10 gekämpft hatten, 9 davon ausgeschaltet. Einer ist geflohen. Aber trotzdem feiere ich das auch. Was ist denn los eigentlich? Warum geht die Ausdauer so schnell flöten? Hier, finde ich vermisst Passagier, ja. Yeah. Hier haben wir alle schon durch. Das sind 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Höhlen. Hier haben wir nichts, aber weiße Gesundheit bei 81%. 127 Tage überlebt. Stärke 59,9, Athletik 65,9. Die sind auch enorm in die Höhe gegangen. So. Ne, das wollten wir jetzt nicht. Warte, das. Ah, geil. Da können wir eben noch einen Schluck gönnen, wenn es jetzt wieder regnet. Ah, nice. Aber wir brauchen trotzdem gleich einen Waschbären. Und im schlimmsten Fall werden wir auch die Nacht dort verbringen müssen, im Dschungel. Oder nicht im Dschungel, im Wald meine ich, Entschuldigung. Ah, da sind wieder Ureinwohner, nice. Was machen die an meinen Fallen? Hallo. Ein Baumstamm haben wir ja da noch, stimmt. Total vergessen, dass hier noch einer rumliegt. Ah, und der Fuß von letzter Folge, oder beziehungsweise nicht, von der letzten Aufnahme ist schon weg. Ist schon weggebrannt oder so. Oder gedespawnt. Jetzt brauchen wir aber eben ganz schnell eine Schildkröte, da kommen sie. Haben wir. So, dann gönnen wir uns den erstmal. Ganz schnell. Oh, ich habe jetzt mich wegen der Möwe erschrocken. Ich lege mal beide drauf. Obwohl, wir könnten den auch ausrüsten. Aber wir haben nur diese Pfeile, okay. Nur die Brandpfeile.
gehen wir schon mal in den Wald rein, in der Hoffnung, einen Waschbär zu finden. Und wer weiß, was wir noch alles an Fleisch finden. Größere Tiere kann man ja mit dem Speer hier auf jeden Fall reinkriegen. Da haben wir ja schon am Wildschwein gemerkt und am Bambi. Boah, was geht bei meinen Nachbarn ab? Ich hoffe, ihr hört das nicht, aber da ist ordentlich so am Dämmern hier so herumpoltern. Eichhörnchen. Du hast Glück, dich brauche ich nicht. Aber ich wechsle schon mal jetzt wieder da drauf. Sehen die mich? Haben die mich gesehen? Ich hoffe, die haben mich nicht gesehen. Das ist wieder ein Bambi. Ich glaube, ich mach mal hier die Dingens. Die auseinandernehmen. Damit die voll bleibt. Die hinter mir her, auch ne. Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht, dass die jetzt hinter mir her sind. Oh. 4 von 8 Teile gesammelt. Okay. Der war aber auch einfach offen. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich hier jemals was gesprengt habe. Da unten. Warte mal. 1, 2, 3, 4. Die kann ich noch nicht alle zusammenbauen, ne? Ich brauche alle 8. Alle 8 Teile brauche ich. So, jetzt wird es dunkel. Das heißt, die Waschbären müssten langsam rauskommen. Hallo Bambi? Ja, Bambi. Vielleicht doch jetzt lieber die Taschenlampe wieder dran. Wo haben wir die Taschenlampe? Da. Warte mal. Warte. Wie viel Prozent Akku? Achso, Batterie ist 80%. Okay. Dann passt das. Nur ein Eichhörnchen, okay. Pilz. Okay, der ist giftig. Nochmal Panzertape, Geld. Noch ein Topf. War ein Waschbär, glaube ich.
Da hinten. Habe ich ihn erwischt? Ich glaube, das war. Wo ist er hin? Wir haben ihn aber auf jeden Fall gefunden. Wo ist er hin? Bin da gehört. Da ist ein Hase. Wo ist der Waschbär hin? Braucht den Waschbären. Hallo Bambi. Hast du Klopfer gesehen? Nicht Klopfer hier. Wie ist nochmal der Waschbär? Ja, das war ein Stink hier doch bei hier bei Bambi. Was nicht? Ja. War doch hier irgendwo. Eichhörnchen. Boah, ich habe gerade auch richtig Schiss hier im Dunkeln, um zu laufen. Da ist ein Hase. Ist der Waschbär hin? Eichhörnchen? Nee, das ist nicht die Re. Was mit den Baumstämmen hier passiert? Ach, wir sind wieder bei mir. Nicht die Richtung, wo ich hin wollte. Diese Geräusche, die machen einen echt nervös hier. Wo ist der Waschbär hin? Hier haben wir wieder eine Lichtung. Eichhörnchen. Waschbären haben wir auf jeden Fall schon entdeckt, aber nicht gefangen. Hase wieder. Noch ein Hase. Sind wir wieder hier am Zeltplatz. Dann können wir mitnehmen. Bild nehmen wir auch mit. Hallo, ich bin Waschbären. Ich habe was anderes gehört. Schreck mich nicht.
Oh, hier sehe ich jetzt gar nichts, ey. Sonnenhut habe ich eingesammelt. Hey Eichhörnchen, kannst du mir sagen, wo ein Waschbär gibt? Hier haben wir einen Bambi. Ja, die können wir nicht essen. Hatten wir was? Ja, wo ist der hin? Boah. Weil dieses Symbol da jetzt voll im Bild war bei mir, habe ich jetzt nicht gesehen, wo der abgehauen ist. Glaub, ich wechsle einfach mal da wieder zu. Aber der ist irgendwo hier hingelaufen. Ein Hase? Können wir die essen? Nein, auch können wir auch nicht essen. Können wir überhaupt was essen, im Wald ist? Ey, wie schwer kann es sein, scheiß Waschbären zu finden? Da war er, glaube ich, wieder. Ne, das ist ein Hase. Ich hoffe, ich locke mit dem Feuerzeug jetzt keine Ureinwohner an. Dicht nehme ich auf jeden Fall mit. Oder vielleicht wäre es am sinnvollsten, auf ein Schwert zu wechseln. Und mit dem können wir mal so noch attackieren. Der hat auch mehr Reichweite, glaube ich. Die Chikoré haben wir eingesammelt. Dezimieren wir mal hier ein bisschen die Pflanzen. Blätter gesammelt, nice. Kriegen wir wieder ein bisschen Blätter. Und das. Mal die essen? Auch nicht. Das ist hier alles giftig. Warte, wie viel Gift haben wir jetzt intus? Okay. Hungrig, aber. Oh, hier haben wir auf jeden Fall. Ich hab was gehört. Ey, wie schwer kann es sein, einen Waschbär zu kriegen? Durst und Hunger, dann machen wir einmal so und so. Oder lass mal das Licht. Nicht mehr.
Ja, wir haben ihn. Wir haben ihn. So, Fleisch nehmen wir auch mit. Oh. Jetzt schnell nach Hause. Wechseln wir wieder hierzu. Wir haben ihn. Wir haben Waschbären. Und auch nur, weil der geschafft hat, sich irgendwie am... War hier nicht ein Brot? Da ist ein Brot. Ah, und jetzt wird es wieder hell. Die Nacht ist vorbei. Boah, kurz vor Ende der Nacht haben wir es geschafft, einen Waschbären zu kriegen. Boah. Müssen wir da wohl Essen machen? So. Schmeißen aber die Echse drauf. So, ich trinke auch eben einen Schluck. Und dann schauen wir mal, ob wir schon genug Teile haben, um die den Schneeanzug fertig zu machen. Den Wärmeanzug. Dazu müssen wir erstmal rüber. Nee, das können wir auslassen. Boah, nice. Endlich den Waschbärenfell. Warte mal. Da ist der. Kombinieren. Was kann man daraus alles machen? Nur den Wärmeanzug. Davon brauchen wir nur einen. Dann viermal Wildschwein, sechsmal Hirsch, einmal Hase, zwei Stoff und zwei Seile. Wir haben aber nur ein Seil. Hätten wir uns da holen können. Wie viel Stoff haben wir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Können wir noch was drauf machen? Sperrtasche fehlt uns noch. Und der Wärmeanzug. Kann man noch aus Seil machen? Wärmeanzug und Sperrtasche. Das sind die einzigen, die noch fehlen. Und dann müssten wir die restlichen vier Teile von der Pistole auch noch finden. Aber ich hoffe, wir haben jetzt genug, um den Wärmeanzug fertig zu machen. Das wäre jetzt so schön. Können wir auch mal den Schneegebiet da erkunden. Wer weiß, vielleicht ist der Rest der Pistole dort. Zumindest vielleicht ein, zwei Teile. Ich weiß noch, wir hatten einen Teil hier gehabt, bei uns auf der Insel, auf der kleinen. Einen da hinten, wo ich hier vorhatte, die Burg zu bauen. Dann da hinten einmal so durch Zufall entdeckt und jetzt gerade auch hier durch Zufall entdeckt. Und da bin ich jetzt auch gespannt, wo der Rest ist. Sind ja nur noch vier. Uns fehlt nur noch genau die Hälfte. So, den einen Baumstamm, den wir hier irgendwo haben, können wir auch irgendwo schon mal einbauen. Und ja, dann schauen wir mal, wenn genug da ist an Material, dass wir den Wärmeanzug fertig haben können. Wenn wir den fertig bauen können, dann gehen wir ab der nächsten Folge ins Schneegebiet und erkunden da. Wenn nicht, gehen wir in der nächsten Folge auf der Jagd nach den restlichen Teilen, die uns fehlen für den Schneeanzug. Denn der Schneeanzug, der ist mir jetzt sehr, sehr wichtig. Den will ich jetzt fertig haben. Aber zuerst packe ich mal den Baumstamm hier. Und mal da oben hin. Ja, nicht runterfallen, nicht runterfallen. So. Den kann ich schon mal oben irgendwo hin reinpflanzen. Fehlt ja genau da noch was. 25. Und dann gehen wir
runter. Hier haben wir das ganze Feld. Wir brauchen für den Schneeanzug 2 Stoff, also ein Waschbären, 4-mal Wildschwein. Hä? Ja, hallo. Den können wir schon mal dahin hängen. Ein Wildschwein. 1, 2, 3 Hasen. 1, 2, 3, 4, 5. 5 Rehfelle. Ein Wildschwein. So. Aber uns fehlt noch 3 Wildschweine und ein Hirschfell. Aber so viele Hasenfelle brauchen wir nicht. Also 3 Wildschweine und ein Rehfell brauchen wir. So, warte, den nehmen wir mal da weg. Den nehmen wir auch mal da weg. So, dann sortieren wir hier. Hier ist der Waschbär. Hier ist Wildschwein. 1, 2, 3. Dann kommt hier 1, 2, 3, 5. Echsenfell packen wir mal dahin. Und hier machen wir Hase. Und der Rest kommt dahin. So, dass wir genau wissen, okay, Wildschwein fehlt uns noch 3. Und hier noch ein Reh. So, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge machen wir uns auf Versuche nach den Wildschweinen. Beziehungsweise ich kann jetzt eben noch die 8 Stöcker da oben reinballern. Hier. Hat er schon Federn? Ja, der hat schon Federn. 5 Federn. Nice. So, dann nächste Folge geht's auf die Jagd nach Reh und nach Wildschwein. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.